denkt dran, wenn ihr noch einen Zettel hängen habt, morgen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr drankommt. Christian. Ja, ich habe noch ein Thema mitgebracht, was sich vielleicht noch anbietet für diesen Tag. Wer in Sendegate ab und zu unterwegs ist, hat vielleicht die Diskussion verfolgt, die dort aktuell geführt wird. Da geht es im Wesentlichen darum, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Podcasts über unsere eigene Filterblase und innerhalb der Podcast-Szene ein Stück weit zu verbreiten, Leute auf Podcasts hinzuweisen. Wir sind ja doch geneigt, und das merkt man auch an Veranstaltungen wie diesen, dass wir alle immer sehr technisch affin sind und ständig mit unseren Buzzwords, die uns begleiten, herumdiskutieren. Ich kann nur sagen, die Welt da draußen versteht uns nicht. Also das ist wirklich so eine Feststellung, die ich mache, wenn ich mit Leuten drüber spreche, die auch wissen, dass ich dort irgendwie etwas mache, aber die haben einfach ständig ein Zugangsproblem. Ich merke das natürlich auch, und da solltet ihr natürlich auch darauf achten, auf eure Analysen. Jetzt haben wir ja das Statistiktool drin. Wie viele Leute haben denn tatsächlich den Podcast abonniert, also laden ihn über irgendeinen Podcatcher herunter, und wie viele hören sich so einen Podcast über einen Webplayer an? Ich vermute mal, dass die ganz große, also bei mir ist es sehr, sehr, sehr großer Anteil an Leuten, die den per Webplayer hören, und wenn ich frage, warum, dann liegt es schlicht und einfach daran, dass die es einfach nicht schnallen, aus welchen Gründen auch immer, sich diesen Podcast zu abonnieren. So, das ist mal das eine Thema. Das andere Thema ist, wie schaffe ich es denn, die Leute, wenn sie dann über eine Suche nach einem bestimmten Thema vorzugsweise auch auf meiner Webseite landen, indem ich diese Podcasts anbiete, die jetzt abzuholen. Alles, was wir derzeit eigentlich in der Regel anbieten, wenn man sich die meisten Podcasts anschaut, ist, dass dort irgendwie so ein Webplayer dort ist. So, und da kann man draufdrücken, da kann man reinhören. Dann findet man vielleicht noch irgendwo einen Link, da steht dann drin, wir über uns oder etwas Ähnliches, wo man sich ein bisschen vorstellt. Meine Idee ist, und da fand ich den Ansatz vom Einschlafen-Podcast ganz gut, der ist jetzt heute leider nicht da, aber der hat oben zum Beispiel schon mal ein Video reingemacht, ein YouTube-Video, wo er sich schon mal vorstellt, sich persönlich seinen Hörern vorstellt, sein Thema vorstellt, die Leute anspricht, erzählt, was er dort eigentlich macht, was ihn motiviert und so weiter und so fort. Das finde ich ganz gut. Ralf sagt schon, ich muss schneller machen. Gut. Ja, das muss man in der Session noch machen. Da geht's um dieses Thema. Ich wollte mal einreichen Storytelling für Podcasts, Ideen von und mit Pageflow. Es gibt ein paar sehr nette Tools, mit denen man sowas umsetzen kann und seine Leser mal auf eine oder seine Hörer mal auf eine ganz andere Weise ansprechen kann. Dankeschön. Mache ich auch. So, eigentlich ist zu der Session schon alles gesagt und du musst ja nicht mehr machen. So, das wird also Alphabet um 18.15 Uhr. Ja, hallo. Ich versuche mal, meine Session YouTube Video Killed the Podcast da etwas emotional zu bewerben. Ich ertrage es nicht mehr, dass irgendwelche pubertierenden Jugendliche auf YouTube Millionen von Hits haben, während ich als promovierter Naturwissenschaftler mich um jeden einzelnen Hörer persönlich kümmern muss. Das muss sich irgendwie ändern. Und ich sage mal, ich habe selbst keine Idee, aber vielleicht können wir da zusammen was erarbeiten. Also wir machen methodisch inkorrekt, so ein naturwissenschaftliches Ding. Wir sehen da im Wesentlichen zwei Dinge, die man machen kann. Einmal kübeln wir einfach die Folge so auf YouTube, das bringt nicht viel, aber wir machen auch Experimente in unseren Folgen. Und da sehen wir schon einen gewissen Mehrwert, den wir durch YouTube erreichen können. Also da wollen wir mal drüber diskutieren, wie können wir YouTube nutzen. Und irgendwas wollte ich auch noch sagen, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal, können wir zusammen erarbeiten. Also ich habe mal so ein paar Zahlen für uns zusammengetragen. Lass uns da mal drüber reden, wie wir YouTube nutzen können. Also wer da Lust hat. Hätte da einer Lust, damit ich schon mal etwa abschätzen kann, wo wir so größenmäßig landen? Das passt wahrscheinlich als Diskussionsrunde ganz gut in Mosaik rein. Das ist hier oder ja. Wo war das? Ja, super. Okay. Danke, bis später. Ja. Ich habe vor 7 Jahren oder so, oder 8 Jahren habe ich angefangen, Podcasts zu hören, ziemlich viele. Und habe dann irgendwann auch mal von Tim Pritloff gesehen, so ja, Hörertreffen.
Da dachte ich so, ja, kennenlernen würde ich den ja schon gerne, aber so als Fan da hingehen oder so, ich fühlte mich nicht als Fan oder sowas. Was soll ich da? Ich höre ihn ja jeden Tag. Und ich habe mir halt auf dem Grund, und also eigentlich ist das auch noch ein anderer Grund, aber ich habe gemerkt, irgendwo hinzugehen und einfach nur da Gast zu sein, ist oft blöde. Ich find's viel besser, wenn ich irgendwo hingehen kann und mitmachen kann und mit dabei sein kann. Und um das zu vereinfachen, ich glaube, es gibt viele Hörer, denen es so geht, die auch bei euch, bei den Podcasts, in den Communities mitmachen wollen und Teil des Ganzen sein wollen und vielleicht eben auch euch mal dabei treffen wollen. Ich habe eine Plattform entwickelt, mit der so etwas einfacher werden soll. Und die würde ich gerne vorstellen und ich würde auch euch im Endeffekt fragen, so, ja, wie bindet ihr eure Community ein, wirklich mitzumachen, teilzunehmen an dem, was ihr macht? Ich würde die Plattform beschreiben kurz auf der Session und dann können wir in eine Diskussion gehen. Ihr könnt euch die jetzt schon anschauen. Ich erzähle jetzt nicht viel, was das ist. Es gibt auch ein YouTube-Video direkt, so wie gerade schon gesagt wird, auf der Plattform von mir, der in einer Minute das mal kurz runterspult. Die Plattform heißt helptears.net. Help von Help und Tears von Volunteers. Also die Kombination aus Help und Volunteers. Okay. Ich denke mal, bei der Session können wir vielleicht genauer darüber sprechen, wie ich mir das vorstelle und wie ihr eure Community einbindet. Wen interessiert das? Okay. Das passt dann ja gut in so ein Kopo ohnehin rein. Achso, Verzeihung. So. Das mit den vier Slots, der vierte war ja ohnehin nur virtuell, aber Michael, wir hören das doch mal. Ja, ich habe einen Vorschlag, beziehungsweise würde euch was berichten, und zwar geht es darum, den Podlauf Webplayer, der ja funktioniert, den an ein anderes CMS anzuplanschen. Ganz konkret, ich habe mal ein bisschen probiert, den Webplayer in Plone einzubinden. Das ist ein Python-basiertes CMS. Ich bin da auch eher Benutzer und Administrator, weniger Developer. Mir war es aber dann doch möglich, relativ einfach through the web den Webplayer einzubinden, also ohne jetzt aufwendige Programmieraufwand. Ich könnte das ein bisschen demonstrieren, was da funktioniert, was da noch nicht funktioniert, und man könnte bestimmt auch überlegen, in welche Richtung das gehen könnte oder wie viel Aufwand man da betreiben könnte, um da vielleicht auch weiterzukommen. Ist, wie gesagt, jetzt kein kompletter Vortrag, sondern eher mal ein bisschen angucken und mal ein bisschen schauen, was geht, was könnte gehen und was kann man mit einem anderen CMS machen, das eben andere Stärken oder Schwächen hat als jetzt das meistverwendete. Würde ja dann vielleicht Sinn machen, wenn ihr euch so ein paar Tische zusammenstellt. Ja, warum nicht? Und das dann hängst du vielleicht einfach in den freien Space da rein. Das kannst du natürlich auch zu jeder anderen Zeit machen, ne? Also. Ich hänge das mal hier unten für heute Abend. Okay. So, dann der Branko, der gar keine Session einreichen will. Genau, ich mache gar keine Session, sondern bin hier der Daueransprechpartner. Wir veranstalten dieses Jahr zum zweiten Mal Podstock, das Podcasting Festival in der Nähe von Wolfsburg. Es hat letztes Jahr schon sehr schön angefangen und dieses Jahr gibt es einige Neuerungen. Es wird wieder Live-Podcasting geben, eine Audiowerkstatt und diesmal ein Separé mit noch mehr Podcast-Experimenten vom Grundrauschen gefeatured. Und wer Fragen zu Podstock hat, oder gestern waren schon Sachen mit, hier sind einige Teilnehmer, die Anwenderprobleme hatten oder sonst was wissen wollen. Ich bin hier, ich sitze heute auf der Ecke hinten am Shownoter-Tisch und heute Mittag werde ich wieder an passender Stelle einen Mittagstisch organisieren, wo man dazukommen kann. Ansonsten grünes T-Shirt, ich bin ansprechbar. Dankeschön. So, und damit hätten wir das auch eingetütet und die Sessions, die wir, die Slots, die wir noch unter der Couch gefunden haben, versorgt.